Hallo miteinander und willkommen zurück zu Elex. Weiter geht's. Wir werden mal versuchen, den Konverter hier auszuschalten. Und da ist Crowley. Unser guter Freund, den wollen wir ja natürlich eigentlich verhelfen zu einer. Ach, hier war doch gerade eben ein Gegner. Ja, genau, der hier. Uber gut. Ach, guck mal. Der greift Crowley an. Elende Pestrate, lass ihn in Ruhe. Machen wir dann immer nur noch den mit. Der wird wahrscheinlich am nettesten von allen. So. Oh. Die kämpfen gerade. Was wir auf jeden Fall tun sollten, ist die Jungs erstmal vor den Mauern ballern. Wir speichern mal. Du Scheißkerl! Na, 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 lass ihn doch mal herkommen. Ja, die gehen auf Entfernung echt gut. Da liegt eine Menge Elex rum. Wirst wohl die Mana-Pflanze mitnehmen. So. Und hier. Ja, es sah nur aus wie Elex. Es leuchtet ja jetzt alles ein bisschen bläulich. Okay, da oben der nächste. Ich zerquetsche ich! Oh oh. Da ist jemand dran, der nicht wieder mitkommen soll. Wow. Die machen dem ganz schön viel Damage. Ich bin halt echt erstaunt. Ah, hier aus der Reichweite von dem. Na komm. So, der ist tot, noch der Halbsoldat. Der ist da auch irgendwo. Scheiß auf schwere Waffen, das geht mit dem Laser echt gut. Oh nein, 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 nein. Oh, oh, wow, 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 das war knapp. Alter Falter, das wäre jetzt richtig geil gewesen, wenn wir den geschafft hätten, den scheißen Mech, aber der Halbsoldat hat uns gekillt. Nein, 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 nicht zum Blumenjagd. Nein, nein. Wir bleiben hier und machen sinnvolle Dinge. So. Kampfkoloss zerstört. Jetzt wird Crowley wieder angegriffen. Und er wurde getötet. Das Scheißvieh sucht Ärger. Dieser Laser ist richtig gut. Verdammte Scheiße. Seit wann ist denn der so gut und wieso? Hä? Also die Einzelschüsse machen es, ey. Nix hier, Vollautomatik. Okay, wir speichern nochmal. Essen nochmal ein Fleisch zur Feier des Tages. Jetzt wird's lustig. Oh ja, wir greifen mal wieder einen Konverter an. Das ist immer sehr lustig. So. Da ist wer auf Erde. Ich treffe ihn halt nicht. Okay, gut, 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 gut. Ein Zettel. Noch ein Zettel erhalten. Wieso haben die alle Zettel dabei? Warte mal, was steht auf den Zetteln? Töten alle, töten. Nein, bestimmt nicht, oder? Vergilbter Zettel? Nein, hier Zettel. 22. 4. 8. 22, 4, 8. Haben die jetzt alle Nummern bekommen? So, wir plündern erstmal die Battlements. Das auch nochmal ein Alp.
Okay, mit Halsschuh lassen wir uns natürlich nicht hingehen. Hier sind schon einige Leute schon gegen diese Mauern gerannt und, naja, bin nicht erfolgreich, sage ich mal, gewesen. Okay, hier sind noch ein paar Machtstöße. Gut. Sie könnten schon rein, theoretisch. Haben wir die beide geplündert? Auch dich? Ja, Tatsache. Okay, nochmal. Nee. Eigentlich nicht das hier, sondern das hier. Das gute Lasergewehr. Weil wir das noch mehr verbessern könnten. So, warte mal. Das Scheißvieh sucht Ärger! Ich freue mich, das macht richtig Spaß und wir haben noch nicht mal die, das verbessert auf Level 2, das können wir ja mittlerweile auch machen. Wow. Wir haben ja 1200 Munition, ohne Kampfmaschine ist das. Das Scheißvieh sucht Ärger! Geilo, auch tot. Da hinten ist noch ein Kampfkoloss. Speichern. Da ist wer auf Ärger auf. Okay. Ja, wir sollten vielleicht etwas mobiler sein, ab und zu mal hin und her springen oder sowas. Oder. Wenn wir jetzt Vollautomatik machen hier. Da ist wer auf Ärger auf. Ja, also mache ich viel weniger Schaden, ne? Tatsache. Alles klar, das wollte ich eigentlich nur wissen. Sestak. Es lädt leider zu schnell, ich konnte es nicht lesen. Okay. Ah, also Einzelschuss, ganz klar. Mal kurz ein bisschen, so zwei Stück oder so. Oh. Wo ist der hin? Ist er durch den Boden gefallen oder so? Ich warte hier. Also irgendwas ist gerade hier wieder buggy gewesen oder ich weiß es nicht. So, haben wir den weg hier. Hä? Da ist irgendwo raufgehüpft. Also seine Leiche ist hier nirgendwo. Also sie hat ihn bestimmt nicht gekillt. Na toll. Vielleicht jumpt er uns dann hier irgendwie von hinten. Das wäre echt perfekt. Helix. Halb Soldat. Ja, der versucht da wieder durch die Decke zu schießen, der Kollege von oben. Er macht dich mal selber kaputt. Macht eine Welle. Steuermodul, das ist das für Crony, super. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig. So. Noch ein Zettel. Dieser Trottel da oben. Ja, verbrennt die selbst. 21. 11.
war es auch für den drüben. Hast du fein den Boden gehauen, Kollege. Richtig gute Arbeit. Weiter nach oben. Geile Gegend. Wie sie sich freut. Hier ist erstmal nichts. Noch ein Zettel. Was hat es damit auf sich? Vielleicht machen die Wichteln oder so. Und jeder, der... deswegen hat jeder eine Nummer bekommen. So, höchstwahrscheinlich werden wir hier oben auch einen Alp-Commander treffen. Oh ja, die geben sich da oben wieder im nächsten Stockwerk. So, Welle macht Stoß. Hier könnten wir schon weiter drauf, aber nee, wir wollen ja hier hin. Hacken. Okay, das ist größer als das. Ist größer als... Okay. 9 ist größer als 7. Ist größer als 6. Ist größer als 5. 4 ist größer als 3. Ist größer als 2. Ist größer als 1. 3 ist größer als 2. Ist größer als 1. Ist größer als 0. Okay. Da ist doch was. Elektroschrott. Okay. So irgendwelche experimentellen Waffen oder sowas Cooles. Oh, Lasergewehr LT5. Das ist genau das, was wir haben. Nochmal. Och, komm. Tja, sieht ganz so aus, als müssten wir die oben erst ausschalten. Da nicht ran gescheit, aber hier. Ja, Energiezellen, 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 Energiezellen. Und Trockenfleisch. Nicht vergessen, wichtig. Gut für die Verdauung und so. Geschwätz. So, auf geht's, komm. So, da ist der Alpsoldat. Doch kein Alp-Commander. Ah, doch, da ist er. Oh, ich hatte nicht meine Waffe in der Hand. Da schlägt er sich natürlich nicht ganz so leicht. Sieht ganz schön viel aus, der Typ. Gut, Alp-Commander. Der hat auch einen Zettel. Soldat haben wir schon geplündert. Diverse Brocken, so jetzt müssen wir noch kurz runterfahren direkt. Nachdem wir hier alles geplündert haben. So ist hier wieder eine unsichtbare Truhe, so mehr oder weniger. Nee, diesmal nicht. Ah, bestimmt hier irgendwo, oder? Sehr schön, nochmal Elex. Elex. So, nach unten bitte. Kann man auch plündern ordentlich. Hab sich ja alle abgeregt. Okay. Also. Dass die Alps eine so altmodische Truhe hier verwenden. Das ist ja auch erstaunlich, ne? So, so. Das war gut. Ah, okay. Zack, zack. Zack, 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 zack und zack. Zu einfach. Kleiner Elix-Trank, Goldblocken, Elixiden und Plasmazellen. Könnte schlimmer sein. Wir haben tatsächlich immer noch es geschafft, irgendwas zu vergessen hier. Es ist unfassbar. Okay, wieder nach oben. So, mal ein ganz genauer Blick hier überall hin. Ja, Objektsicht und so ist ja immer ganz nett eigentlich. Wir müssen nochmal hier alles außenrum ablaufen. Wie gesagt, die Kisten verstecken sich ja ganz gerne hier mal. Na komm, deaktiviere den Scheiß. Yay, ein weiterer Sieg für die freien Menschen von Magellan. Super gut.
Alles klar. So. Ich denke, wir werden jetzt trotzdem mal eben... Ja, das ist jetzt natürlich immer eine sehr grandiose Sache. Sind die hier die Fackeln? Nee, benutzbare Sachen? Nope. Nahrung, Pflanzen, Werkzeug, Schlüssel. Nein. Materialien. Sonstige. Magnesium. Fackel. Wo sind die Magnesiumfackeln eigentlich? Die sind... Sind die hier? Nein. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Das war... Warte mal, welche benutzen wir? Ist das mit die Variante? Ja, wir nutzen schon die bessere. LT51. Jetzt haben wir die alte noch bekommen. Sehr schön. Und total notwendig natürlich. Ich muss mal echt sagen, ne? Ich habe keinen Plan. Das kann doch nicht bei Essen sein. Da ist es nicht. Hier ist es ganz gewiss nicht. Energieverstärker und Ortsheilmittelbecher. Nein. Schotteisen, Erz. Materialien, Werkzeuge, Schlüssel. Das gibt's doch nicht. Ich finde die nicht mehr. Ja, wir können auch hier wieder 12 Punkte verteilen. Ich glaube, ich drehe durch. Wo ist die Magnesiumfackel? Wir haben die nicht alle verkauft. Magnesiumfackel, da sind sie doch. Okay. Ah, jetzt muss ich kurz mal mein Auge kratzen. Ah. So, wir speichern mal. Jetzt, wo wir das gefunden haben, ist ja gut zu wissen. Bei Schlüsseln und so. Einmal ein paranoider Lauf an den äußeren Dingern des Dings hier. So, jetzt kommen wir nach oben. Und mal gucken. Ja, Alps dürfte es ja keine mehr geben. Oh, doch! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Jetzt den da. Meine Güte. Ein Erlass? Erlass erhalten. Das nehmen wir wieder in die Hand. Okay, was war das denn jetzt von Erlass? Da sind noch mehr Zettel. Erlass. Hier, Erlass. Um den Nachschub an Elix nach Sarko niemals stoppen zu lassen, wird ein Sicherungssystem eingeführt. Der Elix-Konsum der Teilnehmer wird in jedem Fall aufrechterhalten. Jedem Teilnehmer wird eine individuelle Kennziffer zugeordnet. Alle Teilnehmer haben ihre Nummer stets bei sich zu tragen und sich bei Aufforderungen zu identifizieren. Sind nicht alle Tanks des Konverters befüllt, wird eine Nummer ausgewählt und der Teilnehmer dem Tank übergeben. Ach, herrlich. Also, es funktioniert, wa? Die Jungs ziehen tatsächlich jetzt Lieferschwierigkeiten, weil wir die ganzen Konverter abschalten. Krasser Scheiß. So, Brocken. Metallschrott. So, hier ist nichts, aber wie gesagt, die Hoffnung ist natürlich da, dass wieder auf der anderen Seite wieder die Goodies rumliegen. Ja, sieht ganz danach aus. Oh, ist das sogar eine Waffe? Sprenggranaten, Splittergranaten, Hammer, der Erlöser, Elextrank. Elex-Trank. Das waren kleine Elex-Tränke. Kronstücke. Und Sprenggranaten. Ja, wunderbar. Haben wir hier tatsächlich mal wieder einen Konverter gemacht. So fühle ich mir nichts, hier nichts. So, jetzt müssen wir natürlich... erstmal ins Loch hier jumpen, um alles mitzunehmen, was da noch rumliegt. Wenn wir natürlich hier erfrieren halber. Oh Gott.
wir sollten uns erstmal hier. Okay. Kleiner Trank. Große Wirkung. So, und dann erstmal noch so ein paar davon. Dauert jetzt halt eben. Wir könnten uns aber einen mächtigen Heiltrank oder sowas einwerfen. Wir haben keine Stims gegen Kälte. Feuerteufel ist ein Feuer. Gesundheit ist eine Strahlung. Persönlichkeit, Eisgeschwindigkeit. Nein, tatsächlich nicht. Unsere Maske hielt uns da auch nicht weiter, leider. So eine Asselfleischsuppe essen. Okay, gut. Lass dann nochmal rein. So, da liegt noch was. Na los, komm schon, nimm's mit. Da liegt was. Elixit. Sieht. Oh, das ist doch Elex, ich sehe das doch. Das ist Elex, ich will es haben. Näh. Blödes Buggy etwas, keine Ahnung. So. Das hier sind die absolut auf der anderen Seite. Kommt jemand noch von der Pipe hier. Alter. Gottes Willen. Okay, so, Nesti schließt sich wieder an, wo immer die jetzt ist. Also wir haben jetzt den Erlöser. Energiewaffe. Okay, ist eine Plasmawaffe. 100 Schaden. Okay, das ist schon mal nicht so schlecht, ne? Wir haben den Energie-Dualhammer, 54 Schaden. Mit Stärke 62 könnten wir den auch benutzen. Strahlungspatronen. Okay. Ja, das werden wir auf jeden Fall nochmal steigern. Das auch. Maschinenkiller wäre auch gut, ehrlich gesagt. Es ist alles gut. Es ist alles sehr, sehr sinnvoll mittlerweile. Ja, den Bücherwurm. Den Advokat. Na. Die Sachen hier. Im Prinzip momentan, denke ich, als nächstes werden wir ein paar der Kampf-Skills wieder verbessern. Also jetzt hätte ich natürlich eigentlich in der Zwischenzeit ein bisschen was essen können. Nehmen wir halt einen mächtigen Heiltrank. Hat uns kurz mal vollständig. Ja. Dann Elex-Tränke mit Attributspunkten. Die kleinen Elex-Tränke. Die werden wir umwandeln in Elex-Tränke. Bringt uns mehr als die 100 Erfahrung. Okay. Speichern. Ja, Nesti ist natürlich jetzt nicht hier. Sollte sich hoffentlich gleich wieder hierhin teleportieren. Hierhin telefonieren, genau. Seine Frau, da geht das mal ohne Probleme. Da ist auch noch ein Map. Mech. Ein bisschen komischen Vogel hier. Ich stehe aus zwischen getroffen. Elex hatte der auch noch mit dabei, super. Oh, das wird eine großartige Elex-Trank-Orgie. Herstell-Orgie, sag ich mal. Es sind ja wieder zwei Stück am Start. Können wir den vielleicht... Ja. Oh, oh. Wow, wo kommst denn du her? Ja, du bist immun gegen das Zeug hier anscheinend. Lass mich in Ruhe. Kann es sein, dass die Jungs Plasma besser zu bekämpfen sind? Oh ja, Tatsache. Und dabei jetzt nicht nur Zufall gewesen sein.
Ich würde sagen, die Jungs sind überhaupt nicht gut zu bekämpfen. Da wäre Nasty gewesen. Ein bisschen zu spät. Vielleicht holen wir sie deswegen jetzt da ab. Wie gesagt, wo dieser Moloch herkam, habe ich keine Ahnung. So. Soll ich nicht wieder anschließen? Da ist eine Leiche. Ist das der Typ, den wir vorhin gekillt haben? Tatsache. Hm. Nasty, wo bist du? Eigentlich müssen wir die Jungs da hinten dann nicht töten. Andererseits brauchen wir auch das Geld. Denn wir sind jung. Wir brauchen das ganz dringend. Wir sollten es halt eigentlich hinbekommen, da die Leute da auszupolen ohne... Haben wir den vorher schon gelootet? Und da rechts ist auch noch einer, den sollten wir zuerst töten. Okay. So, Vogel. Tatsächlich bringen Kopfschüsse auch mehr, so wie es scheint. Das hier drüben ist jetzt nichts Spezielles, ehrlich gesagt. Der Moloch wieder reinrennt, da muss man Bescheid, dass der irgendwie zu denen gehört. Erinnert mich ein bisschen an das Musketenschießen. Also, ist das ein 2? Das sind 2, das sind 3, ich weiß es gar nicht. So, wo ist denn der letzte Alpsoldat? Da unten ist der Moloch. Ich speichere mal. Da ist er. Ja, ist okay. Ist okay. So, jetzt hast du keine Ausdauer mehr. Was machst du jetzt? Richtig aufs Maul bekommen. Gut. Geldbündel. Trockenfleisch. Elexit. Ich denke, den Moloch werden wir mal Moloch sein lassen da unten. Ich bin zufrieden mit unserer Leistung hier. Und wir können jetzt zu Crony und können ihm das Steuerungsmodul geben. Das eigentliche Ziel dieser ganzen Geschichte hier. Wir könnten auch mal darüber laufen. Mal gucken, ob hier unterwegs noch irgendwo Elex rumliegt. Ja, da war Nasty wieder. Lustig. Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Ja, ja. Ist schon okay. Oh, da ist ein... sind definitiv noch ein paar Ekelviecher. Also Laser sind gut gegen Maschinen, gegen Alps. Das muss man echt merken. Da sucht jemand Ärger. Das scheiß so. Kriegen wir den so hin? Nein. Ich würde sagen, der ist zu stark. Komm, lass den Kollegen stehen da. Oh, wie viel Damage wir den machen, obwohl wir sogar das geskillt haben, dass wir die Mutanten mehr beschädigen. Das ist schon ganz schön heftig. Oh. Die wiederum könnten wir schon töten eigentlich. Wenn da nicht die Tatsache wäre, dass wir keine Energie mehr haben. So. Das scheiß Viehsucht Ärger!
irgendwie außer Reichweite? Treffen wir die nicht, oder? Der scheiß Patron bekämpft uns immer noch. Das scheiß Vieh, so viel Ärger. Komm schon. So, den Loot nehmen wir mit. Da liegt auch noch was. Oh. Komm schon, Wein. Oh, Wein und Dong, das hat sich total gelohnt. Weg hier. Und auf hier so rumzumennen. Meine Güte. Los, los, los. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, das ist nochmal ein Klecksviech. Mit Klecksviechern werden wir aber schon fertig. Sobald die seine Patronen mal abhauen würde. Okay, okay, es ist nur eine Steinklaue. Natürlich noch besser. Sehr gut. Und ich bin so glücklich, dass wir so viel Munition haben, dass wir keine nachkaufen müssen. So, sehr schön. Geld. Wir brauchen Geld. Ja, Crown müsste ja da vorne irgendwo sein. Ich weiß nicht, ob wir den Typ jetzt unten noch berichten können. Aber zumindest haben wir jetzt diese Episode hier quasi beendet. Ich verabschiede mich. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn.